die Kekse. Puh, das war knapp. Fast hätte es die Kekse erwischt. Ich bring sie lieber schnell ins Haus. Hier kommt die nächste Ladung, Polly. Wahrscheinlich fragt ihr euch jetzt, warum ich hier fliegende Kekse fange. Ich sage euch, es gibt einen guten Grund dafür. Und alles für einen guten Zweck. Oh, wann ist Polly denn endlich mit ihren Keksen fertig? Wenn mich mein hundertprozentiger Geruchssinn nicht täuscht, ist es gleich soweit. 3, 2, 1. Wer möchte einen Keks? Ich! Gut, hier ist einer für dich, für dich, für dich und für dich. Deine Haferflockenkekse sind reine Kunstwerke, Polly. Sie hat recht. Er scheint deine Kekse nicht zu mögen, Polly. Aber er ist der Einzige. Oh, die sind so absolut wunderbar. Absolut schrecklich. Lea? Was ist passiert? Es geht um den Pollyville Park. Ich weiß, es läuft schon seit einiger Zeit eine Spendenaktion, damit eine Schaukel für den Kinderspielplatz gekauft werden kann. Ja, aber es ist einfach nicht genug Geld zusammengekommen. Und heute Abend läuft die Frist ab. Das heißt, es wird nichts mit der Schaukel? Wie schrecklich. Ich möchte irgendwie helfen, solange noch Zeit ist. Aber ich habe einfach keine Idee, wie man das Geld so schnell zusammenbekommt. Hier ist ein Keks. Das hebt die Stimmung. Oh, ich glaube, das schafft kein Keks. Hey, der ist wirklich lecker. Denkt ihr das Gleiche, was ich denke? Na klar. Ja, dass Rubidium ein alkalisches Metall ist? Ich habe keinen Schimmer, aber das zählt als Ja. Ich brauche noch eine kleine Aufmunterung. Kannst du vielleicht noch ein paar mehr von deinen Keksen backen, Polly? Mit Sicherheit, aber nicht für dich. Denn wir werden sie verkaufen und sammeln damit das Geld für den Park. Du bist die Beste, Polly. Aber du musst dich beeilen. Die im Park brauchen das Geld spätestens heute Abend. Rein rechnerisch ist es ganz einfach. Wenn wir viel Geld sammeln wollen, Polly, musst du viele Kekse backen. Aber ich habe nie mehr als 10, 12 Stück auf einmal gebacken. Ich werde Hilfe brauchen. Ich könnte schnell meine Helferrobotine holen. Nein, danke, Shawnee. Deine Robotine ist eine unglaubliche Maschine, aber ich backe ausschließlich in Handarbeit. Und wenn ihr alle mit anpackt, können wir in kürzester Zeit jede Menge Kekse backen. Da gibt's nur ein Problem, Polly. Naja, niemand von uns weiß, wie deine Kekse gebacken werden. Dann nutzen wir, was ihr schon wisst. Shawnee, du weißt mehr über wissenschaftliche Dosierungen als sonst jemand hier. Völlig korrekt. Also wirst du die Zutaten abmessen. Chrissy, du bist die beste Künstlerin in der Stadt. Deine Aufgabe ist, die Kekse zu verzieren. Wird gemacht. Was ist mit mir? Es gibt doch bestimmt eine wichtige Aufgabe, die jemand mit meiner Klasse und meinem guten Geschmack übernehmen kann. Ja, mit deinen außergewöhnlichen Qualitäten wirst du unsere Geschmacksexpertin. Also Leute, fangen wir an! Lecker! Duftet hier so? Riechst du das aus? Oh, dieser Duft. Wie das duftet. Wir sind ausverkauft. Eine tolle Nachricht. Und hier die schlechte. Das Geld reicht leider nicht für die Kinderschaukel. Und hier noch eine schlechte Nachricht. Seht nur. Wir sind ausverkauft und jeder, der Kekse gekauft hat, möchte noch mehr. Und anscheinend haben viele ihre Freunde mitgebracht. Warum sollen das denn schlechte Nachrichten sein? Bei so vielen Kunden könnten wir noch Tausende von Keksen verkaufen. Ja, und dann bekämen wir genug Geld, damit die Kinder ihre Schaukel bekommen. Oh, meinst du, das können wir wirklich schaffen, Polly? Ich weiß, dass wir es können. Lea, du bleibst hier und sorge mit allen Mitteln dafür, dass die Kunden bleiben. Wir anderen kaufen mehr Zutaten, backen viele Kekse und sind so schnell wie können wieder da. Wir haben bereits alle Vorräte bei mir zu Hause aufgebraucht. Deshalb habe ich eine Einkaufsliste gemacht. Okay, dann schnappen wir uns mal das ganze Mehl, das es hier gibt. Welches Mehl denn? Oh nein! Es ist aus.
ausverkauft. Hier gibt's fast gar nichts. Wenn mich meine hundertprozentige Beobachtungsgabe nicht täuscht, fehlt in diesem Laden all das, was wir brauchen. Jetzt nur keine Panik. Aber die Zeit rennt uns davon. Gut, dann teilen wir uns auf. Geht in jeden Laden in Pollyville, der euch einfällt. Irgendwie kriegen wir die Zutaten schon zusammen. Ich habe nicht den ganzen Tag Zeit. Ich gehe mit dem Hund wohl lieber wieder nach Hause. Oh nein! Oh, bitte nicht weggehen! Oh, ich habe noch ein Lied für Sie. Old MacDonald hat ein Haus. Oh, warum singt sie jetzt ein Lied? Da schaut ein Hund zum Fenster raus. Ich habe nur das hier gefunden. Wir haben nicht genug Zutaten. Was machen wir denn nun? Was können wir denn machen? Kein Mensch kann daraus genügend Kekse backen. Absolut richtig. Das kann wirklich kein Mensch. Hä? Und deshalb habe ich Shawnee gebeten, etwas von zu Hause zu holen. Meine Helfer-Robotine. Yes. Ich habe mir erlaubt, die internen Schaltkreise der Robotine so zu verändern, dass sie jede organische Substanz in die gewünschten Zutaten transformieren kann. Sie kann jedes Lebensmittel in Zutaten verwandeln, die wir für unsere Kekse brauchen. Her damit! Ihr habt's gehört. Schnappt euch alles, was geht. Damit wären wir wieder am Beginn unserer Geschichte. Ich muss schon sagen, diese Robotine produziert Kekse wirklich wie am Fließband. Warum haben wir sie nur nicht eher eingesetzt? Oh. Oh, der schmeckt ja schrecklich. Lass mich das beurteilen. Schließlich bin ich die Geschmackstesterin hier und... Du meine Güte, die sind ja ekelhaft. Wir müssen von vorn anfangen. Unmöglich. Polly hat nicht mal mehr einen Tropfen Senf oder Ketchup. Es gibt keinen Nachschub mehr für die Helfer-Robotine. Und auch nicht mehr genug Zeit, bevor die Frist abläuft. Ach, sieht so aus, als bekämen die Kinder ihre Schaukel doch nicht. Glaub mir, die magst du nicht. Ihm scheint sie doch zu schmecken. Ja, das ist schön für ihn. Aber wir werden wohl leider kaum Leute finden, die so verrückt nach diesen abscheulichen Keksen sind wie er. Du hast recht. Uns Menschen schmecken diese Kekse bestimmt nicht. Und warum freust du dich dann so? Weil ich weiß, was wir mit diesen Keksen anfangen können, damit die Kinder ihre Schaukel kriegen. Tada! Ich habe anscheinend richtig Talent für Stepptanz. Ihr habt's geschafft. Die Kekse sind rechtzeitig fertig. Naja, es ist nicht so, wie du denkst. Wie? Bitte? Was hat sie gesagt? Wie war das? Merkwürdig. Was ist denn jetzt los? Ihr habt Hundekekse?
Kekse gebacken? Keine gewöhnlichen Hundekekse. Meine kleine Janie hier fand noch nie etwas so lecker. Ich wollte hier eigentlich Kekse für mich kaufen, aber wenn ich sehe, wie sehr sich Janie über diese Leckerli freut, gebe ich gerne Geld für sie aus. Wie ich immer sage, alles ist möglich, wenn ihr eure Fantasie einsetzt. Am Anfang gab es Probleme mit unserem Keksbazar, aber wir haben daraus einen riesen Erfolg gemacht. Wir haben genug Geld gesammelt und in der vorgesehenen Zeit. Es hätte nicht besser laufen können. Ich bin rundum begeistert. Ich bin Polly Pocket. Bestimmt wollt ihr wissen, warum ich hier so schnell durch Pollyville düse. Und das mit 37 Luftballons, 59 Stühlen und einem Hund. Also, alles fing heute Morgen an und alles war eigentlich wie immer, wenn man mit den besten Freundinnen eine kleine Modenschau im Garten veranstaltet. Komm schon, Layla. Wir machen diese Modenschau doch nur zum Spaß. Genau. Und was macht mehr Spaß, als Perfektion zu erreichen? Was kann schon passieren? Wir brauchen doch nur den Laufsteg entlang zu laufen. Dabei kann man doch nichts falsch machen. Oder etwa doch? Und ob, Lea. Das Laufsteglaufen ist eine Kunst. Richtige Models üben Jahre für den perfekten Lauf. Seht her. Selbst ich habe damit noch Schwierigkeiten. Wenn unsere Modenschau wirklich perfekt werden soll, müssen wir uns auf einfachere Schritte beschränken. Aber keine Angst. Wovor denn auch? Alles wird gut. Ich fand das alles jetzt schon gut. Schließlich habe ich den hier. Meinen Glücksbringer. Was für ein hübsches Armband. Bringt es dir wirklich Glück? Ich bin mir nicht sicher. Ich trage es nur bei großen Ereignissen. Und das hier ist ein großes Ereignis? Ich dachte, es wäre nur eine Modenschau im Garten. Ha, wenn es um Mode geht, ist jedes Ereignis ein großes Ereignis. Alle auf ihre Position! Willkommen zur ersten alljährlichen Pollyville Gartenmodenschau. Die Mädchen tragen ultraschicke Outfits, alle entworfen von unserer Chrissy. Unser erstes Model ist Layla. Und wow, bei ihr merkt man wirklich, dass sie weiß, wie man sich auf dem Laufsteg bewegt. Nein, so müsst ihr gehen. Macht mir einfach alles nach. Wir haben wirklich alles nachgemacht. Hey, wir waren ziemlich gut. Und außerdem haben wir jetzt einen Grund, den Friseur zu besuchen, um den Dreck abzuspülen. Ich fand, die Zuschauer waren echt begeistert von der Show. Ein Reinfall war das bestimmt nicht. Hoffentlich gebt ihr mir keine Schuld für das, was passiert ist. Absolut nicht. An mir kann es auch gar nicht gelegen haben. Wenn es um Mode geht, mache ich nämlich nie einen Fehler. Komm schon, jeder macht mal Fehler. Ich nicht. Ich überlege die ganze Zeit, warum es nicht perfekt gelaufen ist. Aber ich finde einfach keine Erklärung. Ich hab's. Es lag bestimmt an meinem Armband. Wie meinst du das? Naja, irgendwie hat es mir diesmal kein Glück, sondern Pech gebracht. So etwas wie Pech gibt es nicht, wissenschaftlich gesehen. Doch, das würde alles erklären. Denn meine Schuld war es garantiert nicht. Ich nehme es jetzt ab, dann werdet ihr schon sehen. Oh, der Verschluss klemmt wahrscheinlich durch meinen Sturz. Layla! Oh nein! Schnell, Shawnee, dreh das Wasser ab! Ich wollte es nicht glauben,
Aber es ist wirklich wahr. Ist schon gut, Layla. Selbst du bist nicht perfekt. Was? Nein. Ich meine, ich hatte recht. Dieses Armband ist verhext. Es bringt mir wirklich Pech. Ich wiederhole, so etwas wie Pech gibt es nicht. Wissenschaftlich gesehen. Ja, du brauchst wahrscheinlich nur einen Ortswechsel. Kommt, gehen wir. Ich darf nicht rausgehen damit. Sonst trifft mich noch ein Blitz. Oder ein Klavier fällt mir auf den Kopf. Nie im Leben. Du hast gut lachen. Dir hängt kein Armband am Handgelenk fest, das dir nur Pech bringt. Ich mach keinen Schritt vor die Tür. Geht schon mal vor, ich hole sie. Layla, alles gut bei dir? Jetzt schon. Ich habe einige Accessoires gefunden, die mich retten werden. Meinst du, die verändern etwas? Auf jeden Fall dein Aussehen. Oh nein, nur kein Spiegel. Ich könnte ihn zerbrechen, dann hätte ich nur noch mehr Pech. Du machst dich absolut lächerlich mit all den vierblättrigen Kleeblättern und den Hufeisen. Ich weiß. Ich sehe total daneben aus. Oh, Polly, du musst mir helfen. Keine Sorge, wir lösen das Problem anders. Oh, aber wie denn nur? Mir könnte eine schwarze Katze über den Weg laufen. Komm einfach mit. Hey, das sitzt wirklich bombenfest. Wenn du das Armband schon nicht abkriegst, überzeug Layla bitte wenigstens davon, dass es ihr kein Pech bringt. Na klar doch. Schließlich gibt es so etwas wie Pech einfach nicht. Wissenschaftlich gesehen. Genau. Alles passiert rein zufällig. Na ja, schön. Und kannst du das Layla rein zufällig auch wissenschaftlich beweisen? Oh, am besten geht das mit Kartenspielen. Hier, mit diesem Kartenroboter. Die Wahrscheinlichkeit, dass er gewinnt oder verliert, beträgt jeweils 50%. Ohne jede Ausnahme, weil es Glück oder Pech nicht gibt. Seht nur. Kartenrobot gewinnt. Okay, jetzt wird also Layla gewinnen. Kartenrobot gewinnt. Okay, dann diesmal. Kartenrobot gewinnt. Kartenrobot gewinnt. Kartenrobot gewinnt. Ja, Kartenrobot. Ja, Kartenrobot. Kartenrobot gewinnt immer. Das ist noch nie passiert. Das ist der Beweis. Mein Armband ist verhext. Und das beweist auch, dass ich überhaupt keine Schuld hatte. Dieses Armband besiegt sogar die Wissenschaft. Dann vergessen wir einfach die Wissenschaft. Dieses Armband hat dir doch nie zuvor Pech gebracht, oder? Du meinst vor unserer Modenschau? Nein. Und deine Theorie dazu, Polly? Bei der Modenschau muss irgendetwas passiert sein, das all die Probleme für Layla verursacht. Wir müssen das rückgängig machen. Ja! Aber wie? Indem wir genau das Gleiche machen wie heute Morgen, nur in umgekehrter Reihenfolge. Wir müssen einfach nur alles wieder so herstellen, wie es war. Das dürfte ganz einfach unmöglich sein. Schade, Polly. Gegen mein Pecharmband sind wir einfach machtlos. Hey, du bist doch diejenige, die an Glück glaubt. Ich glaube, ein Mädchen kann alles schaffen, wenn sie ihre ganze Fantasie dafür einsetzt. Gut, was hast du für einen Plan, Polly? Chrissy, du und Lea, ihr sucht uns einen anderen Ort für die Modenschau mit einer Bühne und Beleuchtung. Johnny, du trommelst die Leute zusammen. Das wollt ihr alles tun? Für mich? Nach all dem Ärger, den mein Armband verursacht hat? Natürlich. Ja, wir sind vielleicht nicht perfekt, aber perfekt braucht man nicht zu sein, wenn man Freundinnen hat. So, damit wären wir wieder in der Gegenwart. Ja, das sieht gut aus. Verabschiede Sie zu unserer ersten alljährlichen Pollyville umgekehrt Modenschau. Schlussapplaus bitte für unsere Models. Und hier verlässt uns Layla, der Star unserer Modenschau. Layla? Ich kann nicht. Nicht vor all den Leuten. Sie können dich doch gar nicht sehen. Sie sitzen verkehrt rum, weißt du doch. Oh, wie soll ich das nur hinkriegen? Bei all meinem Pech könnte ich noch nicht mal vorwärts perfekt gehen. Du brauchst nicht perfekt zu sein, du hast doch uns. Oh,
war eine Katastrophe. Und das ist gut so. Wieso ist das gut? Du hast deinen Fehler schon gemacht, also ist Perfektion nicht mehr möglich. Nun bleibt nur noch eins. Habt einfach Spaß. Aber mit dem Armband kann ich das nicht. Aber ihr werdet nicht locker lassen, stimmt's? Wir passen auf, wenn du stolperst. Versuch's einfach. Natürlich Schrägschritte rückwärts. Ja, geht das denn überhaupt? Sieht ganz so aus. Ich hab's geschafft. Naja, perfekt war es nicht. Aber du warst großartig. Das stimmt total. Ich hab das Armband besiegt. Nanu, was ist das denn? Es hat sich bei meinem Sturz wohl geöffnet. Also, ich weiß nicht. Vielleicht hat es mir ja vorher gar nicht so viel Pech gebracht, wie ich dachte. Aber woher kamen dann deine Probleme? Ich glaube, ich war es selbst. Weil ich dachte, ich müsse perfekt sein. Aber wisst ihr was? Wer muss schon perfekt sein, wenn man Freundinnen hat? Wie schön. Endlich hast du es kapiert. Mit etwas Fantasie kann ein Mädchen alles erreichen. Sogar Schrägschritte rückwärts. Na schön, ein bisschen Übung gehört auch dazu.